Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor ziemlich genau 2 Jahren hat die SPÖ als erste Partei in diesem Haus darauf hingewiesen, dass hier eine Lawine der Inflation auf uns zurollt. Es war im September, das stimmt, also vor 23 Monaten, und haben darauf hingewiesen, dass hier vor allem im Bereich der Energiekosten eine Lawine auf uns zurollt mit allen Folgeerscheinungen. Wir sind damals verhöhnt worden, verlacht worden als Inflationshysteriker. In der Zwischenzeit ist es leider Realität geworden, und das deswegen, weil die Bundesregierung nichts dagegen getan hat, dass die Preise in Österreich steigen. Wenn wir uns jetzt nach diesen 2 Jahren die Bilanz ansehen, dann hat Österreich bereits das 7. Monat in Folge die höchste Inflation in Westeuropa. Wir haben das drittniedrigste Wirtschaftswachstum in Europa. Wir gehören nicht zu den Besten, nein, wir sind die Schlechtesten in Westeuropa. Die Guten haben die Inflation wieder unter 2% gebracht. Wir sind noch immer bei 7% und hoffen, dass es auf unter 5% nächstes Jahr sinken wird. Das ist die Bilanz von 2 Jahren Bundesregierung von ÖVP und Grünen, und das ist eine vernichtende Bilanz. Aber schauen wir uns doch einfach an, was diese Regierung nicht getan hat, obwohl die Vorschläge von der SPÖ am Tisch gelegen sind. Einfach zum Beispiel beim Energiebereich. Wir haben damals gesagt, wir sollten umstellen, die Art und Weise, wie die Preise für Strom in Österreich berechnet werden, von dem Merit-Order-Prinzip zurück zu einem altbewährten System, das es in Österreich 45 Jahre gegeben hat, nämlich nach dem Erzeugerkostenprinzip. Das heißt, jeder Stromerzeuger reicht bei einem Regulator seine Kosten ein und bekommt einen kleinen Aufschlag. Das hätte dazu geführt, dass die Strompreise in Österreich gesunken wären. Was ist passiert? Die Regierung hat nichts gemacht. Die Strompreise haben sich verzweifacht, teilweise sogar bis zu verfünffacht. Und die Rechnung haben die Menschen, die in Österreich leben, bezahlt, und die Betriebe, die in Österreich sind, die haben diese Rechnung bezahlt, obwohl es einen Vorschlag gab, dass die Strompreise in Österreich gesunken wären. Danke für gar nichts, liebe Bundesregierung. Dann haben wir als SPÖ darauf hingewiesen, dass die Stromerzeuger Milliardenprofite machen werden, Milliardenübergewinne machen werden. Was hat die Regierung gemacht? Die hat gesagt, das ist der Markt, das ist in Ordnung. Monatelang hat sie sich geweigert, etwas zu tun. Nach vielen Monaten hat sie gesagt, na gut, jetzt werden wir die Übergewinne besteuern. Das Modell für die Übergewinnbesteuerung der SPÖ hätte zu gut 5 bis 6 Milliarden Euro Steuereinnahmen geführt. Die Bundesregierung hat ein abgespecktes Modell, hat behauptet, ihr Modell würde 3 bis 4 Milliarden Euro bringen. Wie viel hat die Übergewinnsteuer der Regierung im ersten Jahr gebracht? 90 Millionen Euro. Nicht 3 bis 4 Milliarden, 90 Millionen Euro. Die Gewinne sind bereits weg, die sind ja schon ausgeschüttet an die Aktionäre und versteckt in den Bilanzen der Stromkonzerne. Danke für gar nichts, liebe ÖVP, liebe Bundesregierung. Schauen wir uns den Bereich der Mieten an. Wir haben bereits vor gut eineinhalb Jahren haben wir darauf hingewiesen, dass die Mieten jetzt massiv steigen werden, obwohl die Kosten für die Mieter, für die Vermieter nicht derartig steigen. Und wir haben verlangt, dass die Mieten eingefroren werden für 3 Jahre und erst dann um maximal 2% erhöht werden dürfen. Das ist unser Modell. Was ist passiert? Die Bundesregierung hat gar nichts gemacht. Die Mieten sind gestiegen zwischen 15 und 25%. Bis zu 25% zahlt man jetzt in Österreich mehr Miete als vor 1,5 Jahren.
Das hat die Bundesregierung gemacht, nämlich nichts und zugeschaut. Angekündigt, sie werden es machen, abgesagt. Heute haben sie wieder etwas angekündigt. Wir kennen die Details noch nicht, aber von dem, was heute angekündigt wurde, von den circa 4 Millionen Menschen, die in Österreich zur Miete leben, haben 2 Millionen gar nichts davon, weil sie sogenannte freie Mieten haben oder freie Mietverträge. Da gibt es nicht einmal den Versuch, einen Deckel drauf zu geben. Für 2 Millionen Mieter, nämlich die im Genossenschaftsbereich, könnte das wirklich eine Nur-Erhöhung unter Anführungszeichen von 5% bedeuten, statt einer höheren. Und für die anderen 2 Millionen ist vollkommen unklar, ob dieser Deckel irgendeine Wirkung hat, weil man davon ausgeht, dass die Inflation und die Mieten aufgrund der jetzigen Gesetzeslage nur um 4 bis maximal 5% steigen werden nächstes Jahr. Und der Deckel ist wo? Bei 5% pro Jahr. Pro Jahr. Sie machen nichts dafür, dass die Mieten, die zwischen 15% und 25% gestiegen sind, auch nur um 1 Euro billiger werden. Nein, Sie sagen, sie dürfen nach wie vor jedes Jahr um 5% steigen. Das ist der sogenannte Mietpreisdeckel, den Sie hier fordern. Und ich sage Ihnen, das ist kein Mietpreisdeckel, das ist ein Schmähdeckel und ist nicht das, was sich die Österreicherinnen und Österreicher verdienen und erwartet haben. Der nächste große Bereich, wo die Inflation durch die Decke gegangen ist, ist der Bereich der Lebensmittel. Der wöchentliche Einkauf, der früher 100, 110 Euro ausgemacht hat, macht heute 160, 170 Euro aus. Das ist das Geld, was die Österreicherinnen und Österreicher jede Woche mehr zahlen müssen als noch vor 2 Jahren. Und natürlich haben einzelne, zum Beispiel Bäckereien, aufgrund der hohen Energiepreise, die sie nicht gedeckelt haben, ihre Preise zu Recht erhöht. Aber wir wissen von der Wissenschaft, dass 60 bis 70% der Erhöhungen, der Preiserhöhungen, die es gegeben hat, auch im Lebensmittelbereich profitgetrieben waren. Die haben nur die Gewinne erhöht und nicht irgendetwas zu tun gehabt mit höheren Energiekosten oder höheren Erzeugerkosten. Und das führt zu dieser absurden Situation, dass Produkte, die in Österreich produziert werden, wie wenn Sie eine Kiste Gösserbier kaufen in der Steiermark, dann zahlen Sie um 25% mehr als für dieselbe Kiste Gösser in Deutschland. Oder wenn Sie Mannerschnitten kaufen, die werden in Wien in Annals erzeugt, sind sie um 25% teurer, als wenn Sie dieselbe Packung Mannerschnitten in Deutschland kaufen. Was macht die Regierung? Gar nichts macht sie dagegen. Sie schaut einfach nur zu. Die Bundeswettbewerbsbehörde, die Behörde, die an und für sich dafür zuständig wäre, genau auf solche ungerechtfertigten Preiserhöhungen zu achten, hat seit 1,5 Jahren keine Leitung. Aber aus rein parteipolitischen Gründen können sich hier die ÖVP und die Grünen nicht darauf einigen, naja, das wird eine tolle Bundeswettbewerbsbehörde sein, wenn sie nicht einmal eine Leitung hat. Die einzigen, die hier wirklich für Transparenz sorgen, ist die Arbeiterkammer, die nämlich jedes Quartal die Preise erhebt und deswegen haben wir ja auch die Übersicht, was hier passiert ist. Nämlich, dass die hochpreisigen Lebensmittel um 3 bis 5% gestiegen sind, aber die Discountprodukte, die billigen Produkte, die vor allem jene kaufen müssen, die nicht viel Geld haben, die sind um 25% und 30% gestiegen. Und das sehen wir nur, weil es die Arbeiterkammer gibt und die Arbeiterkammer hier wenigstens für Transparenz sorgt. Etwas, was diese Regierung nicht macht, sondern sie schaut nur zu. Unseren Vorschlag, einerseits die Bundeswettbewerbsbehörde wirklich hier einzusetzen und zu schauen, dass es nicht zu ungerechtfertigten Preiserhöhungen gibt, die nur die Gewinne der Produzenten erhöhen, aber nichts zu tun haben mit den Erzeugerkosten, haben sie abgelehnt. Und unseren Vorschlag, die Preise zu senken, indem man die Umsatzsteuer für die Grundnahrungsmittel befristet streicht, wodurch diese um 10% mit einem Schlag billiger werden würden, wenn die Bundeswettbewerbsbehörde darauf achtet. Das lehnen sie x-fach ab, weil sie nämlich nichts dafür tun, dass in Österreich die Preise sinken, sondern alles dafür tun, dass die Gewinne der Unternehmer steigen und nicht, dass die Preise sinken. Und das ist etwas, das geht schon viel zu lange.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, was im Bankenbereich passiert, dann haben die Banken, das wissen wir ja, im letzten Jahr einen Rekordgewinn gehabt. Den höchsten Gewinn der Zweiten Republik haben die Banken gehabt. Über 10 Milliarden Euro. Das ist fast so viel Geld, wie wir in Österreich für die gesamte Kinder- und Jugendlichenbildung ausgeben. Das heißt, das ist fast so viel Geld, wie wir für alle Schülerinnen, für alle Schüler, für alle Lehrerinnen, für alle Lehrer, für alle Schulgebäude ausgeben im Jahr. Das machen die Banken letztes Jahr in einem einzigen Jahr nur an Gewinn. Und was passiert heuer? Heuer, aufgrund der Halbjahreszahl, wissen wir, dass die diesen Gewinn noch einmal verdoppeln werden. Verdoppeln. Also jemand, der sich letztes Jahr schon goldene Nasen verdient hat, der verdoppelt seinen Gewinn heuer wieder. Und was macht die Bundesregierung? Sie schaut zu, wie das passiert. Sie erklärt, das ist nur der Markt. Was machen die Banken? Die Banken erhöhen die Zinsen für die Kredite, aber sie sind nicht fair auf der Sparerseite, auf der Seite der Einlagen. Da zahlen sie nämlich nicht die erhöhten, also da erhöhen sie die Zinsen nicht. Und selbst jene Banken, die fair waren, es gibt ja Banken, die waren jetzt auch fair, die jetzt das ganze Jahr über, immer wann es eine Erhöhung gegeben hat von den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, haben sie auch die Sparzinsen erhöht. Ich habe ja selber ein Sparbuch gesehen, wo man das sieht, dass es einige Banken gibt, die waren fair. Was haben die jetzt zum Teil gemacht? Die haben jetzt mit 1. August diese Fairness aufgekündigt, weil sie nicht die Blöden sein wollen, die kein Geld verdienen, und haben die Zinsen für diese Sparerinnen und Sparer auf 0,01% gesenkt. Und da ist auch die Fairness abgeschafft worden. Und ich kann Ihnen diese Sparbücher zeigen, wo man sieht, dass die Fairness einfach abgeschafft wird von den Banken gegenüber ihren Kunden. Und was macht der Finanzminister Brunner? Er schaut zu und freut sich, dass die Banken bei jenen, die die Kreditzinsen nicht mehr zahlen können, in Zukunft nicht mehr Mahnspesen noch verrechnet bekommen, die sie ohnehin nicht zahlen können. Weil wenn jemand die Kreditrate nicht zahlen kann, dann kann er die Mahnspesen auch nicht zahlen. Und das ist das großartige Ergebnis vom Bankengipfel vom Finanzminister mit den Banken. Das ist ungenügend. Ihre Politik führt dazu, dass die Banken ihre Gewinne nur durchs Inlandsgeschäft verdoppeln im heurigen Jahr. Die Halbjahreszahlen liegen vor, die verdoppeln sich die Gewinne und die Regierung schaut zu. Da verdienen sich die Banken auf Kosten der Menschen, die in Österreich leben, goldene Nasen und die Regierung schaut zu und tut nichts dagegen. Es muss ein Ende sein mit dieser Zuschaupolitik und mit dieser Showpolitik, wo sie hier viel zu spät, viel zu wenig machen. Und das aus einem Und das aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weite Teile der Menschen, die in Österreich leben, wissen nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnungen bezahlen sollen. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Lebensmitteleinkäufe bezahlen sollen. Und viele wissen auch nicht mehr, wie sie die Kreditraten bezahlen sollen. Das ist für diese Menschen ein wahnsinnig schwieriges Leben. Und wir reden hier nicht von 5 oder 10%, mehr als ein Drittel hat massive Geldprobleme aufgrund der Teuerung. Mehr als ein Drittel der Menschen, die in Österreich leben, ganz massive Probleme, wo sie gar nicht mehr wissen, wie sie sich einschränken sollen, um diese Rechnungen zu bezahlen. Es geht aber darüber hinaus, weil die Betriebe haben auch ein Problem. Weil wenn die Inflation und damit die Kosten für unsere Betriebe jedes Jahr deutlich stärker steigen als in Deutschland oder in anderen Staaten der Europäischen Union, bedeutet das natürlich, dass die Betriebe an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und einfach sich wesentlich schwerer tun, ihre Produkte zu verkaufen. Und wir wissen alle, dass das nicht egal ist, ob unsere Industrie, unsere Handwerkbetriebe wettbewerbsfähig sind oder nicht. Und weil sie nicht eingegriffen haben, am Anfang gleich in die Energiepreise, haben wir jetzt diese Kettenreaktionen. Und das, was die ÖVP jetzt macht, ist besonders perfide. Wir wissen, dass jetzt die Lohnverhandlungen stattfinden. Es finden jetzt die Lohnverhandlungen statt. Und die Benchmark, die es seit 50, 60 Jahren in Österreich gibt, ist immer die Inflation der letzten 12 Monate. Und die ist
berechnet mit 9,7%. Das heißt, wenn um 10% die Löhne steigen, dann haben die Menschen nicht mehr Geld, sondern sie können sich gleich wenig leisten wie letztes Jahr oder wie dieses Jahr, wenn sie um 10% steigen. Die ÖVP arbeitet jetzt daran, dass man diese Benchmark von 10% oder 9,7% ersetzt durch einen anderen Indikator, der dazu führen würde, dass die Löhne in Österreich nur um 5% steigen. Das heißt, die Menschen in Österreich, die jetzt ohnehin die Schwierigkeit haben, dass sie nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, wie sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollen oder wie sie ihre Kreditraten bezahlen sollen, die sollen jetzt auch noch dafür zahlen, in denen ihnen die gerechte Lohnerhöhung weggenommen wird. Der Finanzminister spricht ja immer schon von Lohnzurückhaltung, was das auch immer heißen mag. Aber das ist das, was die ÖVP vorhat, auch noch politisch gerechte Lohnerhöhungen zu verhindern. Und ich sage Ihnen eins, wir stehen zu 100% hinter den Gewerkschaften, weil es kann nicht sein, dass die Menschen in Österreich, die ohnehin schon die hohen Rechnungen haben, durch die Untätigkeit dieser Bundesregierung auch noch um ihren gerechten Lohn gebracht werden. Vielen Dank.